Hallo und Bonjour und herzlich willkommen zu einer weiteren Neuvorstellung. Und heute befinde ich mich hier in Hexit. Weil ich wollte eigentlich gerade eine Hexit-Aufnahme machen, aber das Server ist im Moment nicht online. Und da kann ich direkt mal eine Mod-Vorstellung machen. Zu einem Mod, der ist hier in Hexit enthalten ist, und zwar ist es der Obsidian Pressure Plate Mod. Und dann hol ich mal gerade mal die Pressure Plate. Sieht so aus, Pressure Plate. Und ich glaube, die gibt es auch nur für die 1.7. Aber ich stelle sie einfach hier drin jetzt vor in der Exit-Version, weil ich hier gerade noch drin bin und ja. Dann haben wir so eine Obsidian-Shop-Blade und dieser Mod ist eigentlich ziemlich simpel erklärt. Ich mache zwar so eine kleine Tür und stelle dann eine Pressure-Plate hin, eine Obsidian-Pressure-Plate und da. Die Pressure-Plate wird genauso gecraftet wie normale Pressure-Plates auch, nur mit Obsidian, ne? Also zwei in Crafting-Feld, nur mit Obsidian und mit Stein oder so. Okay, wir können ganz normal über die Luft einfach rüberlaufen, einfach so. Dann geht das. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt Mana Pressure Plate daneben nehmen, am besten direkt mal dasselbe hier bauen. Komplett exakt dasselbe mal bauen. Na komm. Ach komm, ich mach's so. So. Sowas hier. Pressure Plate dran. Pressure Plate. Und jetzt darf ich jetzt mal so eine Pressure Plate drauf. Und dann geht das halt auf, ne? Wenn ich nun aber ein Item jetzt hier drauf werfe, dann passiert nichts. Und wenn ich so jetzt einen Mob hole, zum Beispiel ein Schwein, ne? Jetzt hier drauf schiebe so, geht das halt auch auf, aber nicht bei Obsidian Pressure Plate. Wenn es drauf schieben und das geht einfach nicht auf. Mal kurz mal so und hole mir zum Beispiel auch noch so einen Creeper oder so. Und halt hier ganz normal. Ach, geh mal weg. Ganz normal auf die Pressure Plate und so, ganz normal, ne? Aber hier funktioniert das nicht. Das heißt, diese Obsidian Pressure Plates. Ups. Der ist explodiert. Naja. die Pressure Plates, Obsidian Pressure Plates können wirklich nur Spieler aktivieren. Nichts anderes, nur Spieler. Und das ist schon eine ganz nützliche Hilfe eigentlich im Singleplayer, ich weiß nicht. Multiplayer funktioniert das glaube ich nicht, weil die anderen Mitspieler sind auch Player und dann wird es glaube ich erkannt, dass es ein Player ist und deswegen kann man nicht überlaufen, aber ich glaube, dass es dann schon die Tür trotzdem aufgeht. Aber für den Singleplayer ist das schon eine ganz coole Entbindung. Und ja. Das wäre schon gewesen von der heutigen Minecraft-Mod-Vorstellung. Ich hier gerade überall Creeper hoch, ne? Kann das sein? Wenn die schlägt dann. Gut, Indie. Das ist auch im Creative Mode, ne? Das sind ja auch noch alte Zeiten. Glaube, damals sind noch die Creeper explodiert, obwohl man im Creative Mode war, glaube ich. Ist auch schon ewig, ja, kann das sein? So ewig. Vielleicht ist es auch durch den Mod. Ich glaube, das war mal was, dass die Creeper trotzdem explodiert sind. Obwohl man doch hier also im Creative Mode war. Ich weiß es nicht. Gut, ich würde sagen, das ist eigentlich gewesen von der heutigen Minecraft-Mod-Vorstellung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen und tschüss.